Jo, was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shadow of the Tomb Raider. Dr. Pedro Dominguez ist ein Archäologe und Experte für die präkoloniale Geschichte der Maya. Mein Vater hat ihn in seinen Aufzeichnungen mehrmals erwähnt. Das ist die Spur, der Jonah und ich gefolgt sind, als wir nach Cozumel kamen. Seine Ausgrabungsstätte in Cozumel war einer der letzten Orte, die mein Vater vor seiner Ermordung aufgesucht hatte. Falls es da eine Verbindung gibt, will ich wissen, worin sie besteht. Ich dachte, Dr. Dominguez wäre nur der Anführer der hiesigen Trinity-Zelle. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass er sich als Oberhaupt des Hohen Rates von Trinity entpuppen würde. Kannst mal sehen. Mir gefällt das hier gerade kein bisschen, muss ich zugeben. Miguel! Oh mein Gott. Überall dauert so die Gefahr, dass ich sterben könnte. Von irgendeinem Tiger oder was? Oh mein Lord. Wir haben keinen Bogen, wir haben gar nichts. Das könnte ich gebrauchen. Das bewahre ich für später auf. Sollten wir. Jemand da? Wo sind sie? Ich muss sie finden. Oh Gott. Der Berg mit Silberkrone. Ich bin fast da. Da drüben ist jemand. Ich muss dorthin. So nah und doch so fern. Ich hab im Leben nicht gedacht, dass er den Sprung schafft. Brüllaffen. Oh oh. Ist das gut oder schlecht für uns? Ein Feuer. Hier muss jemand sein. Hallo? Jonah? Nein. Miguel! Hört mich jemand? Wo seid ihr? Ich hätte nicht gedacht, dass der Sturm so heftig wird. Es ist alles meine Schuld. Ey, wir haben drei Fähigkeiten. Ich hätte auf Jonah hören sollen. Ich hätte den Dolch niemals nehmen dürfen. Ich hoffe, dass sonst niemand verletzt wurde und kein anderes Dorf zerstört wurde. Suche verbessert. Ich muss diese Katastrophen stoppen, bevor es zu spät ist. Suche verbessert Laras Erkundungs- und Beobachtungsfähigkeiten. Krieger verbessert ihre Kampf- und Waffengeschick und Sammler verbessert ihre Heimlichkeit und Herstellungsfähigkeiten. Fähigkeiten freischalten. Wenn Sie Fähigkeiten aus einer blauen, roten oder grünen Box aus Fähigkeiten weißem Rand. Wir wurden bereits gekauft und gemeistert. Dunkle Boxen werden freigeschaltet, wenn eine angrenzende Fähigkeit gekauft wird. Manche Fähigkeiten werden in der Welt gefunden und sind nicht käuflich. Alright, I understand it. Führen Sie lautlose Kills durch, ohne Alarm auszulösen. Sie können unter Wasser länger Luft anhalten.
Finde ich relativ wichtig. Überreste des Ausfalls, okay. Schalten Sie die Fähigkeit frei, indem Sie auch, okay. Stellen Sie Lockpfeile her. Ich hätte irgendwie ein bisschen mehr Leben gerne irgendwie. Sprünge und Landung sind bei Stürzen leiser, okay. Erhöht Chancen bei... Okay. Ist das... Ah. Ah, falsch bei besseren Preis beim Händler. Ich habe gedacht, das ist was ganz anderes. Schaltet... Ja, okay. Ah, verdammt. Puh, was machen wir denn? Wir machen jetzt mal eine Sparrunde. Ah, verdammt. Sie spannen ihren Bogen schneller auf und verkürzen ihr. Das ist nice. Ein Teil des Flugzeugs ist hier gelandet. Meine Sachen sind in der Fracht. Ich muss sie losschneiden. Ich brauche was zum Durchschneiden. In dem Teil des Wracks könnten scharfe Metallteile sein. Okay. Komme ich jetzt da hoch? Komme ich da so irgendwie hoch? Auch nicht. Hä, wie komme ich da hoch? Ah, können das... Du sollst eigentlich jetzt da nicht runterspringen. Aber ich glaube, die Rätsel ist Lösung so, oder? Nicht. Muss so sein. Wie soll das denn sonst funktionieren? Hey! Ohne Werkzeug kann ich das nicht öffnen. Ja. So funktioniert das. Verdammt. Würde ich auch sagen.
No, no, no. Sit your ass down. Hier war noch irgendwas. Da vorne. Fuck. Fuck, wo komm ich? Yeah. Sonst war ich, glaube ich, nicht mehr so viel, ne? Da ist noch was. Ja, jetzt sind wir fertig. Very good. Now one level. Und jetzt müssen wir noch rein theoretisch unsere Sachen holen können. Hep. Ja. Gut, aber es ist stumpf. Ich muss es irgendwie schärfen. Herr Wur. Wie schärfen. Auch Bergungsgut. Ich habe alles, was ich brauche. Jetzt zurück ins Lager. So, unsere Waffe ist wieder geschärft. Tada! Ja, ich brauche mindestens 1 bis 2 Punkte noch, bevor wieder irgendwas gehen soll. Wenn nicht sogar noch mehr. Wow. Das müsste scharf genug sein. Nettes Spielzeug. Irgendwas hält die Vorräte noch. Ah, sie hängen an einem zweiten Seil. Ah, richtig. Dum, 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 dum. Ausrüstung, endlich! Jackpot!
Warum habe ich nicht alles zusammengepackt? Miss Croft? Jemand da? Kommen! Miguel! Wo bist du? Verdammt! Die Frage ist, wo ist Miguel? Es wäre ja nicht unsere Schuld, dass das passiert ist, ne? Ich habe so ein ganz ungutes Gefühl, ich weiß nicht warum. Ja, mir auch nicht. Miguel? Wo bist du? Oh nein. Oh no. Miguel? Miguel? Liegt da eine Leiche? What the fuck ist das? So. Ach, das ist Haut, ja klar. Ganz offensichtlich gibt es in jedem Erdteil einen eigenen Mythos über eine zweibeinige Kreatur, die im Wald lebt. In dieser Gegend kennt man sie als den Sisimite, den Hüter des Waldes. Er wird als großes affenähnliches Wesen beschrieben, das männliche Menschen angeblich sofort tötet, während es Frauen in seine Höhle bringt, um sich mit ihnen zu paaren. Interessant. Miguel! Hi. Alles gut bei dir? Was motiviert ihr ihn denn? Oh, der Blick des Todes. Vorsichtig sein. Sag nicht sowas.
kann keine weiteren Pfeile herstellen. Auch das ist ein Problem gerade. Tust das? Willkommen im Dschungel. Oh oh. You for real? Aber warum? Oh mein Lord. Ich weiß nicht wie, weshalb und warum wir noch am Leben sind. Aber irgendwie sind wir noch am Leben. Ich habe keine Ahnung wie. Jetzt geben wir mal alles, was ich hier finden kann. Vorne ist noch was. Und dann sind wir auch hier durch. Weil ich dann hier nichts mehr finde. Alright, so, das war's. So, liebe Leute, machen wir hier einen Folgenbreak. Bis zum nächsten Part von Tomb Raider. Bis dahin, haut rein und tschüss.